Was könnte romantischer sein, als am Valentinstag zu heiraten? Nicht viel denken sich offenbar ganz viele Paare in Mexiko und Venezuela. Die wollten den 14. Februar nämlich alle unbedingt als Hochzeitstag und sagten Ja zueinander. Und das alle zusammen. Hunderte Liebespärchen jeden Alters gaben sich bei XXL-Zeremonien, die typisch für Lateinamerika sind, das Ja-Wort. Mehr als 660 Paare haben bei einer Massenhochzeit am Valentinstag schließlich in Mexiko-Stadt geheiratet. Der Stadtverwaltung im Osten der mexikanischen Hauptstadt zufolge war die Zeremonie ein emotionales Ereignis für die Teilnehmer, für die Familien und auch für alle, die dort waren, um Zeugnis abzulegen. Die ältesten Jahrsager waren übrigens ein 74-jähriger Witwer und Geschäftsbesitzer und seine 67 Jahre alte Verlobte. Beide haben sich vor fünf Jahren kennengelernt und vergangenes Jahr beschlossen zu heiraten. Die Massenzeremonie wird seit 2013 jedes Jahr von der Stadtverwaltung organisiert. Was den Paaren dabei an Intimität fehlen könnte, wird durch einige geldwerte Vorteile wie die kostenlose Ausstellung der Heiratsurkunde ausgeglichen.